the work done. There's no good news. We didn't find anything useful. No sarcophagus, nor any other device. Ja, hallo liebe Freunde und herzlich willkommen hier zu Let's Play Legendary Tales Cataclysmen mit mir, dem Interfox. Schön, dass ihr da seid, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Beim letzten Mal haben wir es auf diese Insel geschafft und wir sind nun hier angelangt. Wir haben hier einige Dinge noch zu erledigen, deswegen schauen wir uns einfach mal um, was es denn hier noch zu sehen gibt. Opfergaben? Also... Wir haben eine Leiter gefunden. It's not wise to waste time on walks right now. We'd better go straight to the bunker. Okay. Gibt es hier noch etwas Interessantes, was wir noch nicht haben? Die Mitte ist leer. Wir können also noch nichts da tun. Mit dem Fisch können wir aber an das Teil dran. Wie Teil des Schlosses, hallo? Ah, hier ist übrigens ein Morphing-Objekt. Das ist schön, dass ich das jetzt gefunden habe. Und ein Sammelgegenstand. Oh mein Gott. Nichts weiter. Gut. Die Frage ist, wonach suchen wir nun? Hier ist eine Taschenlampe. Eine Taschenlampe? Was? Wofür? Aha. Der Totemkern. Setzen wir mal den Kern ein. Was müssen wir denn jetzt hier machen? Tippe auf die Knospe, um die Kugel hineinzuschieben. Die restlichen Kugeln bewegen sich dann nach vorne. Wenn du erneut auf die Knospe tippst, rollt die Kugel wieder heraus, wenn keine andere Kugel den Weg versperrt. Fülle jede Knospe mit einer Kugel. Okay, das ist jetzt Mist. Das sieht gut aus. Das sieht super aus. Ich glaube, ich habe es. Jawohl. Und damit haben wir den Token. What the fuck? Was ist das denn? Masken und Teile des Schlosses. Mit einer Taschenlampe, was könnten wir denn da machen? Also die Frage ist ja überhaupt...
wo wir hin müssen. Ach, da. Da gibt's. Ach, hier gibt's noch mehr. Mit der Leiter kommen wir hoch an dieses Nest. Hier haben wir Knöpfe. Boah, Alter. Aber da haben wir auch viel zu sammeln. Das ist unglaublich. Und da haben wir noch weitere Knöpfe. Das ist ein weiterer Knopf, würde ich sagen. Also nehmen wir den auch mal raus. Hier ist ein weiteres Morphing-Objekt. Und hier ist ein Sammelgegenstand. The fastest way is inaccessible. We'll have to go to another entrance. Mit der Taschenlampe können wir trotzdem hier reinleuchten, kriegen Masken. Hier kommen wahrscheinlich Knöpfe oder Masken rein, keine Ahnung. Noch weiß ich nicht. Das werden wir aber noch rausfinden. Da gehen wir auch gleich hin zu diesem Eingang, aber zuvor öffnen wir jetzt nun das Schloss. Wie machen wir das? Entferne durch verschiedene Elemente alle Riegel und öffne das Schloss. Okay, Nummer 1 haben wir. So. So, die Riegel haben wir jetzt soweit geöffnet. Hier sind Knöpfe drin. Ja, okay. Damit haben wir, glaube ich, hier alles abgeschlossen. Gehen wir rüber zum Bunker. Oh. There's even more guards here. Hide somewhere around here in the meanwhile. I'll go check out the situation. Okay, was willst du? Report on the work done. There's no good news. We didn't find anything useful. No sarcophagus, nor any other devices. Also, we couldn't open the door to the facility yet. Very bad. I suggest we move the research team to a new place. The island is big. It may harbor less obvious findings. With all due respect, Mistress, I cannot stop the work of the entire team on your order alone. Although, I will look around for a more bountiful place. I found two crystals from the defense system in this pile. I think we can find the third one here as well. Okay, hier ist ein weiteres Sammelgegenstand, neue Errungenschaft, Prophet. Wunderbar. Und ein Morphing-Objekt. Okay, was sollen wir jetzt hier finden? Wir haben jetzt hier einiges zu finden. Baum des Lebens. Oh ja, hier ist eine Weintraube. Eine Flasche. Ein Schild. Okay.
Ich habe hier noch weitere Gegenstände gefunden. Hake und Blume. Hier ist ein Draht. Ein Zahnrad. Und eine Uhr. Mit dem Brecheisen öffnen wir das hier, bekommen das heiße Ei. Oh, da steht aber jemand auf ganz besondere Spielchen. Dietriche. Reiter, Kristall und Spinne. Okay. Da ist der Kristall, nach dem wir gesucht haben. Wir suchen trotzdem noch nach dem Reiter und der Spinne. Also heißt das, wir können irgendwas können wir ja hier bewegen scheinbar, weil... Das würde ja sonst keinen Sinn machen hier. Ich verstehe nicht, was ich mit den restlichen Münzen machen soll. Ist hier irgendwo noch was anderes? Ich meine, wir wissen... Ah, die Spinne habe ich. Jetzt muss ich ja nur noch den Reiter finden. Aber wo ist der? Da ist der Reiter. Wunderbar. Und wir haben Kristalle. Für das Verteidigungssystem. Die Anlage ist soweit fertig. Jetzt kommt. Führe die Strahlen durch alle grünen Kristalle, in denen du die Elemente verschiebst. Für große Kristalle benötigst du 2 Strahlen. Okay, das wird jetzt halt hier super interessant werden. Alter, das ist ja mal Worst Case aufwendig, ne? Unglaublich. Okay, Leute, ich komme doch hier noch nicht weiter.
Wird sich ein bisschen noch hinziehen, Leute, das denke ich. Leute, ich komme wieder nicht weiter. Das ist, diese Rätsel sind unerträglich manchmal. Es ist echt einfach nur grässlich. Wie kommen Menschen darauf, sich so einen Müll auszudenken? Boah, es ist gottlos und unnötig. Einer fehlt mir noch. Na bitte, wer sagt's denn? Oben in der Säule ist ein Knopf eingebaut. Sägen wir das Ding erstmal ab und holen Werkzeuge runter. Eine Spitzhacke wäre zum Beispiel was Gutes. Sollen wir mit einer Spitzhacke den Tempel zerschlagen oder? Nee, sollen wir nicht. Mit den Masken können wir weiterarbeiten, aber wo gehören sie hin? Das ist die Frage. Ich habe eine Ahnung, ich habe eine Vermutung. Mal gucken, ob die stimmt. Nö, wie es scheint, gehören die nicht hierhin. Das ist seltsam, weil ich bin mir nicht ganz sicher, wo ich jetzt weitermache. Aha, steckt was im Felsen fest. Einen Auslöser. Und ein Pinsel. Mit dem Pinsel kommen wir auf jeden Fall erstmal hier weiter. Okay, der Auslöser ist hier noch nicht vorhanden. Leute. Ach ja, by the way, wenn ihr keine weiteren Folgen verpassen wollt, würde ich mich freuen, wenn ihr diesen Kanal abonniert, favorisiert, liked und kommentiert. Und wenn ihr die Glocke aktiviert, werdet ihr auch keine weiteren Videos in Zukunft verpassen. Wunderbar. Ich bin immer noch etwas überfragt. Keine Ahnung, wie ich jetzt hier weitergehen soll.
Oh, ach so, okay. Dann weiß ich jetzt, wie es weitergeht. Zuerst einmal gehen wir mit Hilfe der Leiter da hoch, holen uns den Knopf. Und mit dem Knopf können wir jetzt dieses Rätsel hier anfangen. Lege jeden Chip in die Nähe der gleichfarbigen Schaltfläche. Wähle mit den Tasten einen Weg aus und verschiebe die Chips entlang dieses Weges, indem du die Taste auf der rechten Seite drückst. Okay, das ist interessant. Okay, Leute. Oh Gott, wie funktioniert der Scheiß denn jetzt? Oh, es ist ja lästig. Ich habe keine Ahnung, wie ich hier vorgehen darf. Ich weiß, ich sehe auch keine Systematik dahinter, leider. Tut mir leid, Leute. Okay, die oberen beiden passen. Das heißt, diese Schaltfläche muss theoretisch nicht mehr bedient werden. So, also fürs Erste.
Gottes, ich komme wieder nicht voran. Das ist unglaublich. Ich hab's doch fast nach oben jetzt. Nee, jetzt auf damit. Das ist ärgerlich. Es ärgert mich gerade nur noch. Jetzt aber. Jawohl. Das sieht gut aus. Aber ich würde sagen, wir machen erst beim nächsten Mal weiter. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch gerne ein Like da. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin, Leute, haut rein, macht's gut und tschüss.